Guten Morgen und hey ho, aus Bad Schönfels grüßt euch der Vorbuddler, der heute mal in die Fußstapfen von Christoph Kolumbus treten möchte. Wir haben jetzt so viel gemacht und getan in letzter Zeit. Es wird mal Zeit, dass wir wieder ein handfestes Abenteuer erleben. Boot habe ich dabei, Ersatzboot. Und da wir mit dem Boot unterwegs sind und man ja nicht weiß, ob wir das vertragen, habe ich auch mal einen Eimer mitgenommen. Sogar Fischsuppe, Quatsch, nein, Pilzsuppe, Fischsuppe wäre es auch noch. Ich habe noch gar keine. Soll ich mal eine Angel mitnehmen? Habe ich denn irgendwo eine Angel? Ach, das möchte ich jetzt gerne. Das möchte ich jetzt gerne. Ich möchte gerne eine Angel mitnehmen. Da brauche ich drei von den Dingern hier. Da möchte ich auch gerne nochmal hier. Ach, Angeln waren wir, glaube ich, noch nie. Ansonsten habe ich sogar ein Bett dabei. Also, ne? Sind wir gerüstet. Es ist jetzt auch noch früh am Morgen. Das ist doch super. Okay, und ich renne jetzt direkt mal los. Ich habe vor, heute ein kleines Abenteuer zu erleben. Wer weiß, wie weit wir kommen. Wenn es nach dem kleinen Herrn da geht, diesem grünen Zwerg, ja, dem Einäugigen, ja, dann kommen wir nicht sehr weit. Ich weiß auch jetzt auch nicht, wie ich jetzt hier rauskommen soll, wenn der mir da den Weg blockiert. Wir können ihn höchstens austricksen, aber da kommen wir auch nicht raus. Unser Bahnhof benutzen, nee. Ich schleiche mich mal hier einfach durch. Hoffentlich kriegt er das jetzt nicht raus. Ja. Gefährlich. Also das wäre jetzt natürlich gewesen, wären wir jetzt direkt also 2 Meter von unserer Haustür entfernt, auch schon wieder draufgegangen wären. Ne? Dann lachen wieder mich alle aus, das weiß ich ja. Ich sehe dann immer schon. Guck mal, da ist auch wieder einer, ne? Haha, aber den werden wir einfach auslaufen hier. Was liegt denn da? Ist auch ein Boot von mir noch? Was ist das denn? Das muss aber schon lange da liegen. Also, hier bin ich ewig nicht mit dem Boot lang gefahren. Was habe ich denn vorher? Ich nehme einfach mal Küste hier, soll ja unser Hafen entstehen. Und dann zeige ich euch jetzt auch endlich mal, dass dahinter tatsächlich ein großes Meer ist, dass sich ein Hafen auch lohnt. Naja, wenn ihr selber den Seed schon eingegeben habt, Swampweed, dann habt ihr das wahrscheinlich auch schon erkundet. Aber mein Gott, das tun ja nicht alle. Es gucken ja auch nur einfach mal Leute zu, ne? Und interessieren sich für sonst nichts und haben das Spiel eventuell noch nicht mal, was weiß ich. Soll es alles geben? Ist ja auch nicht schlimm, ne? Ich bin ja für Vielfalt. Ich habe euch aber immer schon erzählt hier von der Insel Karl des Kahlen, ne? Und eine große Legende schon praktisch, ne? Da die Schafe lasse ich jetzt einfach mal, denn ich will ein bisschen Weg machen. Die müsste gleich am Horizont auftauchen, die Insel Karl des Kahlen. Die habe ich auch mal erwähnt, noch bevor wir die Silbermine erkundet haben. Also irgendwann in Folge 30 noch was, keine Ahnung. Ja, da haben wir. Da kommt's so langsam. Da habe ich das erste Mal ja, die Insel des Kahlen Karl erwähnt und ihr seht auch ganz genau, was ich damit gemeint habe. Das ist wirklich eine wirklich unwirtliche Gegend. Also die ist sowas von kahl und ja, es ist so eine richtige, ja, so eine Taiga oder so, ne? Oder Tundra oder ja, die Tundra ist, glaube ich, so mit Schnee. Dann ist das hier eine Taiga oder eben andersrum. Ihr möget mich da bitte aufklären. Aber ihr seht schon, was das ist hier einfach, ne? Es ist, ja, was ist es? Ich bin hier schon mal gewesen, ja. Irgendwo ist hier noch so ein Lavasee, kann ich mich erinnern. Aber wir können hier auch direkt mal anfangen, noch so ein bisschen was abzuhören. Das sind die einzigen Rosen, die hier so ein bisschen blühen. Was ist denn jetzt los? Ach du meine Güte. Hättet ihr erst mal ein bisschen besser aufpassen können. Ja. Dass ich hier nicht schon wieder in ein Unglück nach dem anderen stürze. Los, schnell hier raus. Wer weiß, wer da unten wieder lauert. Lass mal das Schaf da ruhig mal rumgrasen. Das ist mir jetzt auch Wurst. Aber ja, überall solche Hänge hier. Also laufen wir mal hier lang. Da ist dieser Lavasee, von dem ich gerade gesprochen habe. Ansonsten hatte ich hier, ich hab da Lava sogar mal geholt. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe sonst hier überhaupt nichts gemacht. Denn es ist so eintönig auf Karl des Kahlen, ja, auf der Insel.
Guckt euch das mal an, hier ist nichts. Nix, gar nichts, ne? Außer so schöne Schafe da, ne? Die ist. Jetzt ist es doch ein bisschen unserer Richtung, da können wir das auch mal. Zack, ne? Phantopart. Du kommst doch mal mit. Wie gesagt, Betten habe ich, also ein Bett habe ich auch dabei. Also eins für mich und ihr passt da so auch noch rein. Ne? Aber mal gucken, was uns hier noch so widerfährt. Es scheint auf jeden Fall viele auch so da hinten Höhlen zu geben, habe ich gesehen. Da, ne? Gucken wir mal über diesen Hügel vielleicht. Es muss ja jetzt hier vielleicht mal so ein bisschen fürs Auge so eine gewisse Abwechslung. Nö, tut's aber nicht. Na, aber hier, Phantopaden haben wir noch eine ganze Menge. Ne, also reiche Tierbestände. Das ist schon mal sehr gut, sehr lohnenswert. Mäh, ja. Aber sonst nix. Nix. Meine Güte, da hinten ist ein Kaktus. Vielleicht ist da irgendwie mal was anderes. Es scheint auch gar keine Insel zu sein. Ich dachte, es wäre eine Insel, aber es ist wohl doch ein Kontinent. Es sei denn, ich hüpfe jetzt hier mal rüber und dann sehen wir Meer. Nö, tun wir aber nicht. Wir sehen hier, also das ist nicht das Bereich hier, da war ich noch nie. Hier ist Kraut, das ist ein bisschen schade, man kann das ja nicht mitnehmen, ne? Oder kann ich das vielleicht auch mit der Zange? Ne, kann ich nicht. Das ist sehr schade. Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben. Das kann man zum Dekorieren oder was, kann man das so super überhaupt, ich finde das für Minecraft so völlig, ja, verpeilt, ja, dass man Dinge da einbaut, die man nicht irgendwie mitnehmen kann oder gebrauchen kann. Was soll das, ne? Da, ein Meer. Jetzt sind wir hier auch in der Wüste, da ist ein cooler Berg da vorne. Aber auch hier, ne, was ist ja nix. Die Wüste grenzt an die Taiga, ne? Da fehlt uns noch der flotte Geiger. Meine Güte. Ich schaue mir den Berg da vorne mal an. Ich weiß auch nicht, was man hier dann so machen soll, außer jagen. Man kann hier eine riesen Stadt hinbauen oder Großprojekte. Wäre das hier in Serverwelt, ne? Könnte man hier gewiss irgendwelche Riesenbauten hinmachen, ne? Das ist klar. Aber wir sind ja hier im Server. Wir haben eine begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Und deswegen. Guckt euch das mal an hier. Das ist so völlig. Völlig abgefahren hier. Aber nehmen wir noch ein bisschen für Farbstoff, ne? Auf jeden Fall. Immer gut. Und Deko. Nicht, dass uns eines Tages die Rosen ausgehen, ne? Was steht denn da? Ja, je. Ich hab nur den Schatten gesehen. Und hab gedacht, da ist. Da holen sie mich jetzt wieder. Dann wart aus mit dem Abenteuer. Okay, da unten, da sehe ich aber schon interessante. Wow. Kommt mir so ein bisschen vor, wie kennt ihr solche alten Science-Fiction-Filme, wo Leute so auf einer einsamen Insel stranden, die so völlig unwürdig ist und plötzlich denken ja nichts Böses und da kommt dann irgendwie da so ein Dinosaurier entgegen oder sowas, ne? So komme ich mir so ein bisschen vor hier so. Also ich würde mich jetzt nicht wundern. Ich bin ja sowieso so ein richtiger Dinosaurier-Fan, ne? Und das fände ich natürlich klasse, solche Riesentiere noch da so drin zu haben, ne? Müssen gar keine Drachen sein, ne? So ein kleiner T-Rex, der würde mir auch schon genügen. Ja, nehmen wir einfach mal bei der Gelegenheit so ein paar Ressourcen mit. Das scheint aber hier eine Sackgasse zu sein. Oder? Geht's da noch rein? Ihr seht wieder nichts, ne? Ich kann noch gut gucken. Da geht es noch rein. Da-da-da! Da. Cool. Lover. Heißer Lover. Ich hab einen heißen Lover. Habt ihr auch einen heißen Lover? Aua. Gott sei Dank bin ich jetzt nicht in Flammen aufgegangen. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Sind wir schon so weit? Oh, fett. Boah, ey. Boah, das ist ja völlig gruselig hier. Mein lieber Herr, das ist ja eine riesige unterirdische Halle.
Das kann man ja schon gar nicht mehr als Höhle bezeichnen, sondern nur noch als Halle. Boah. Habt ihr gehört? Jetzt kommen sie uns holen. Habt keine Angst, euer Vorbruder lässt euch nicht im Stich. Er wird für euch kämpfen bis zum Umfallen. Das ist ja irre hier, das ist ja völlig abgefahren. Es ist jetzt draußen dunkel, das stört uns ja gar nicht, weil hier ist ja sowieso schon dunkel hier drin. Ach du meine Güte, ja Karl, der ist Karl hier, der haust hier bestimmt hier unten. Da sitzt dann gleich so ein dicker, fetter Zyklopentroll oder so. Boah. Ich habe jetzt auch ein bisschen Schiss, da runter zu gehen. Obwohl, notfalls müssten wir halt flüchten, ne? Ich höre was. Ich höre was. Ja, sie kommen näher. Sie kommen näher. Ich höre Plätschern. Oh, da geht's runter. Da geht es runter. Es ist doch gar nicht so eine Riesenhalle, ne? Ich dachte jetzt... Oh, was war das denn? Fackel, ah. Auch ein Grund, warum ich so selten Fackeln stecke, ne? Ich hab immer... Erschreckt mich immer von denen. Ich gehe jetzt hier oben lang. Apropos oben, auch mal ein bisschen nach oben gucken. Es scheint die Luft rein zu sein. Boah. Okay. Oh, wow. Jetzt wünsche ich mir natürlich wieder mal so eine Fackel, die man runterwerfen könnte, ne? Damit man mal unten so ein bisschen sieht, was los ist. Das scheint tief runter zu gehen. Ist Science Fiction pur hier, ne? Action Adventure. Wow. Aber wie ihr wisst, bin ich ja der absolute Killerspieler, ne? Ich werde das hier alles im Griff haben. Sackgasse, okay. Welche sichert? Okay, aber oben, oben. Oben, oben, oben kann noch was runterfallen. Eieieiei. Eieieiei. Da, so wie da zum Beispiel. Klink. Jetzt haben wir uns den Weg versperrt. Wisst ihr was, ich gehe mal auf Nummer sicher und pack da mal was Erde drauf. Dann kann da jetzt nichts mehr... Das ist eine gute Fluchtgasse hier. Da kann man sich noch ein paar verstecken. Hier schnell was vor, wisst ihr? Und dann braucht man gar nicht lange mit Höhlen zu buddeln. Aber da mache ich was zu, um nicht reinzufallen. Ist das alles spannend. Ich kriege mich gar nicht mehr ein. Den muss ich doch mal hier weghauen. Der ist furchtbar im Weg. So. Es kommt noch überhaupt nichts. Es kommt noch überhaupt nichts hier an. Das fließt auch nirgendwo runter, das fließt nur hier runter. Skelett gehört. Skelett gehört. Ich denke, von hinten sind wir jetzt gesichert. Das sieht da aus, als wäre da ein... Was ist das da? Ist das da ein Busch oder ein Baum oder was? Sieht aber komisch aus. Das sieht aber echt komisch aus. Ich muss da mal runtergehen. Gehen wir eben da runter und gucken wir das mal an. Und ihr müsst mitkommen. Oh, 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 oh. Das ist... Ach nee, das war jetzt nur so ein Muster von dem Silber, was da liegt. Aber eine tiefe Höhle ist natürlich wieder klar. Unterbrich mich doch hier bitte nicht. Das sind schlechte Manieren. Mitten im Satz mich zu beschießen. Wo ist der überhaupt, der alte Hänger? Wo ist der? Ach Leute, dann kommt doch wenigstens, wenn ihr fighten wollt. Ich kann doch hier jetzt nicht stundenlang hier rumstehen und auf euch warten. Ah, da unten wird der sein irgendwo. Da drüben kann natürlich auch noch alles, allerhand Viehzeug ankommen. Ach du meine Herr Jemine. Das ist cool, hier geht's voll runter. Wahnsinnshöhle, ne?
Ich krieg schon wieder Gold so in meiner Fantasie. Ja, also hier können wir noch mal richtig. Hier können wir auch noch mal so richtig Gold und alles. Boah, guckt euch das an, ey. Da ist die Silbermine ja gar nichts gegen. Boah. Wenn es gerade so ein bisschen ruckelt ab und zu, dann wundert euch nicht. Ich bin hier gleichzeitig noch am Rendern von irgendwelchen Filmen. Obwohl, da muss ich jetzt mal eben sehen, was das ist. Augenblick mal eben. So, dann wollen wir mal weitermachen. Läuft jetzt hoffentlich auch ein bisschen flüssiger. Ich nehme das mal mit, während ich im Hintergrund die Skelette da im Wasser belausche. Das gehe ich mir jetzt mal näher angucken, denn hier unten ist eigentlich nichts. Hier kommt man vielleicht mal hoch. Kerze rein. Aha. Man sieht nichts, man sieht nichts, ne? Ja, hier bin ich, okay. Kann ich jetzt hier eigentlich auch einen Hochgang machen? Ein Hochgang? Wo ist der Mistkerl? Ich will da nämlich runter. Ach, da. Hängt da Gott sei Dank fest. Das ist schön. Ach du meine Güte, jetzt schnell hier noch eine Treppe reinbauen. Ja. Fluchtwege, ne? Meine Güte nochmal, was für eine Monsterhöhle. Boah. Überall geht es noch weiter. Boah. Hammer. Um die Ecke. Ach, und noch ein Seitengang. Ach du meine Güte. Ach nee, ey. Angst, 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 Angst. Kennen wir nicht. Ah, boah. Da bewegt sich was. Ich meine, da bewegt sich was dahinter. Oh, das ist überall noch hier voll mit. Meine Güte nochmal. Wie tief sind wir überhaupt? Oh, da sieht man sie. Okay, 34 noch. Ach je. Das kann, da geht noch was. Sackgasse, okay, das ist schön. Boah, ey, nee. Da will ich jetzt nicht rein. Da habe ich echt totalen Schiss jetzt. Das ist wahrscheinlich derselbe Raum. Da geht's noch weiter runter. Von oben können sie kommen. Machen wir es alles grundsätzlich mal etwas heller hier. Aber nicht in das Wasser fallen. Ich will natürlich auch gar nicht. Ah, hier komme ich nicht runter. So, aber. Hacke kaputt. Nein. Hört er sie? Boah, ey, da ist Gold. Ah, ich habe natürlich Silberhaken, habe ich natürlich nicht mitgenommen. Insofern hat sich der Erkundungsausflug schon gelohnt. Da oben waren wir schon. Das ist gut. Das ist eine schöne Abkürzung. Hier geht es auch noch mal weiter, ne? Boah, was ein Gerät, ne? Mensch, 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 Mensch. Boah, was ein Gerät. Also so gesehen. Ja, ich denke mal, werde ich mir doch mal schnell noch so einen Unterschlupf gleich bauen. Damit ich hier schön ein paar Ressourcen sichern kann. Da springe ich jetzt auch mal rein. Ich traue mich das. Da unten ist es hell, da ist Lava. Ihr wisst, ich gehe beim Reingehen in so eine Hülle, hau ich
die Fackeln gerne an die rechte Seite. Oh, Scheibenkleister, verdammt nochmal, ey. Die können ja von überall kommen. Um eine Orientierung zu haben, wie man dann wieder zurückkommt. Ne? Da muss ich nur den Fackeln folgen, die auf der linken Seite stehen, auf dem Rückweg. Und dann findet man schneller aus der Höhle raus. Ist ja irre, da ist ein Creeper Sprengpulver. Ah, okay, okay, okay. Boah, gut, 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 gut. Ich sprach noch gerade davon. Ah, du meine Güte, da unter der Ecke war der. Oh. Puh, aber ein bisschen verletzt hat er mich. Ich esse auf jeden Fall. Ich esse auf jeden Fall was. Das können wir uns nicht erlauben sonst. So. Boah, die müssen wir erstmal so ein bisschen sichern hier, die Höhle. Fackeln gehen uns auch langsam aus. 15 ist gar nichts. Okay. Ach, da, oh. Das ist ja ein Ding hier, du. Das ist ja ein absolutes Schlamassel. Aber möglicherweise kommen wir ja an diesen... Nee, geht nicht. Ist eine Sackgasse. Ich mach mal schön hell, ne? Obwohl hell ja für Luschen ist, ne? Aber bin ich heute halt mal eine Lusche. Und nicht so ein super Minecraft-Professional wie sonst. Es gibt ja Leute, die bezeichnen sich so, ne? Die denken, sie sind Minecraft-Pro oder so, ne? Das ist irgendwie, weiß nicht, vielleicht fehlt ihnen sonst irgendwas im Leben. Für mich ist das ein Spiel. Ne? Ich finde das lustig irgendwie. Ah. Hui! Komm mal mit. So, jetzt kommt da wieder der Creeper von der anderen Ecke. Coole Ecke hier unten. Ah, oh, muss ich mich noch ein bisschen mit warm machen. Uah, da kam der eben her, der Blödmann, ne? Da liegen jetzt schon zwei, die will ich aber haben. Ich renne da mal in die Ecke. Uah. Jetzt muss ich da in die falsche Ecke springen. Überall auch Lava schon hier, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist der totale Wahnsinn. Weil wir dann natürlich auch potenziell mal schnell hier so Diamanten finden und so. Das mache ich dann immer gerne ein bisschen großräumiger hier. Habe ich das Zeug denn jetzt schon mit oder ist das jetzt gerade verschwunden? Ey, was ist das denn? Das ist aber ärgerlich. Das muss jetzt in diesem Moment gerade... Kann ich dann gleich beim Video schneiden nochmal genauer drauf achten. Boah, nee. Eieiei. Hammer, ne? Der absolute Hammer und noch mehr Gold. Ja, und da haben wir auch so eine natürliche Koppelsteinmaschine. Puh. Von oben, überall können sie noch fallen. Das ist unglaublich hier. Also hier werde ich mich jetzt öfters mal aufhalten. Ich denke nur nicht die ganze Zeit mit Kamera. Ich laufe jetzt mal ein Stückchen zurück. Einfach mal, um mich ein bisschen, auch ein bisschen mehr hier mit der Gegend zurechtzufinden. So, da geht es nämlich auch noch irgendwie runter, ne? Boah. Ich komme hier aus dem Staunen überhaupt nicht raus. Das ist ein riesen Lavasee da unten. Also, oberirdisch hat Karl des Kahl nichts zu bieten, außer halt eine kahle Glatze, ne? Aber, unterirdisch sieht die Sache ja schon mal ganz anders aus. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Voller Gold und ich glaube schon das dritte Gold, was ich hier gefunden habe, ne? Dann brauche ich jetzt nur mit Geduld, ne? Jetzt nicht sofort alles hier. Von wo kommt der Kerl? Wo ist der? Um Gottes Willen. Habt ihr euch auch erschreckt? Ich hab mich voll erschreckt, ey. Oh, Gottes Willen. Boah. Da seht ihr mal, ich bin Gott sei Dank kein Minecraft-Pro, ja. Ich erschreck mich echt noch und, boah, das ist ja Wahnsinn, ne? Ich hab noch Spaß beim Spiel, also. Ich hab noch Angst beim Spielen und alles, was dazu gehört. Das ist cool hier.
ist halt immer so eine Hassliebe mit den Höhlen, ne? Man kann die immer nicht ausstehen, weil man da immer so einen auf den Deckel kriegt. Aber andererseits, was wäre man ohne sie, ne? Das ist ja der Reiz. Okay. Wo kam der nur her wieder? Weil jetzt sind wir nach oben gelaufen, gut. Ja, das ist ja schon mal schön hier. Da gehen wir wieder raus, da hinten. Wo kam der her? Hier von unten, da kommt der nicht hoch. Wo das noch überall hingeht. Ne, Leute, ich muss auch noch mehr Fackeln haben und alles. Apropos. Also sollten wir auch was Kohle mitnehmen. Ist ja offenbar genug davon da. Ich höre nichts. Natürlich, Creeper, da können wir natürlich nichts machen, ne? Die hören wir nicht. Die hören wir mal erst, wenn es zu spät ist. Ich muss die ganze Kohle mitnehmen für meine Fackeln. Das bringt sonst nichts. Und dann renne ich mal irgendwie weiter zum Ausgang. Damit wir so ein bisschen uns doch vielleicht mal einen Unterschlupf bauen. Vorsichtig. Da war so eine Kammer, da habe ich nur reingeguckt, ne? Ja. Da müssen wir auch nochmal hin. Ach, hier war das mit dem Skelett. Hier ist dieser kleine Lehm, diese Lehmbrücke vom Anfang. Da bin ich hier lang. Moment, jetzt stehen die Fackeln rechts. Das kann nicht sein. Dann sind wir hier falsch. Müssen wir hier lang. Hier stehen die Fackeln links. Laufen wir mal da lang. Ja, jetzt sind wir doch eigentlich schon fast oben. Boah, ey, hier ist natürlich noch... Boah. Ich finde diese Höhle spektakulär. Das ist eine der spektakulärsten bisher. Auch oben schon Lava und alles, ne? Das ist also der Hammer. Mach mal ein bisschen heller. So. Dann müssen wir jetzt mal schauen. Boah, wie weit sind wir gelaufen hier? Da sind wir draußen. Boah, herrlich. Okay. Wo baue ich denn dann jetzt meinen Unterschlupf? Ich würde sagen, hier ist es doch ganz schön. Ja, hier kann man doch schön mitarbeiten, wenn man jetzt hier in diesen Lehm hier reingeht. Da rein. Das mache ich. Erstmal ganz simpel. Drei tief. Dann die Seiten noch aufschlagen. So. Ohne viel Palaver. Da kann hier eine Fackel rein. Mein Inventar ist auch voll. Das ist ja irre. Na, das ist jetzt blöde hier. So. Pass auf, dann baue ich mir nämlich jetzt meine Werkbank hier noch schnell hin. Holz habe ich ja dabei. Werkbank habe ich auch dabei. Alles ist dabei. Und so läuft das Geschäft. Seht ihr? Als nächstes baue ich mir eine Tür. Oder am besten erstmal ein bisschen Holz machen, das ist klar, sowieso, ne? Aber dann bauen wir uns eine Tür. Hühühü. Wie geht das denn jetzt? Ja, ich fummel hier noch ein bisschen weiter. Baue mir eine Tür, dann baue ich mir eine Kiste. Und das war jetzt wieder sehr, sehr intelligent von mir. Ich habe, mein Inventar ist einfach voll, das ist immer Mist, ne? So. Gehen wir mal weg. Okay, jetzt klappt's aber auch. Kiste. Ist vielleicht jetzt erstmal noch wichtiger als die Tür. So, dann stelle ich die nämlich einfach mal irgendwo hin. Und dann kommt da alles Mögliche rein. Schätze. Felle. Wolle. Boot. Eimer nehmen wir mal mit. Können wir vielleicht nochmal Wasser reinfüllen, ne? Bei der vielen Lava hier. Gut, dann würde ich sagen, haben wir mal ein schönes kleines Abenteuer gestartet. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich jetzt weiter filme oder ob ich
hier alleine weitermache und dann wir uns wieder sehen in Bad Schönfels oder die Reise etwas fortsetzen, mal sehen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ich war euer Vorbuddler, mach's gut. Guten Morgen und hey ho, sagt der Vorbuddler aus Bad Schönfels zu einer Guten Morgen und hey ho aus Bad Schönfels wünscht. Guten Morgen und hey ho aus Bad Schönfels grüßt euch der Vorbuddler, der heute mal in die Stapfen des Kolumbus tritt.